Yeah. Feuerkraft! So habe ich mir das vorgestellt. Bam! Okay, sehr gut. Weiter geht's! Es werden jetzt richtig viele. Da hinten am Fluss ist noch ein. Also ich gehe mal ein bisschen vor, tank die und dann könnt ihr aufschießen. Ich würde sagen, bleib mal zusammen. Das sind schwarze Pferde. Ich hab Hunger hier unten, ne? Hier unten kriegst du richtig viele schwarze Pferde. Keine Ahnung. Yeah. Kannst gar nicht tragen, ne? Ja, aber ich hab einmal mitgenommen. Reicht nicht. Haben die was Besonderes drin? Ja, eine Feder. Nehmen wir am besten mit. Hinten am Fluss. Nicht vorlaufen, Leute. Ja, unten drauf. Also, wer vor dem Drachen steht, ist selten selbst Mörder. Ja. Muss ein bisschen hinter mir bleiben. Also zieh dir. Was? Ich bin gar nicht davor gewesen. Nein, ja noch. Aus Prinzip. Drache kommt. Oh. Ja, ich hab ihn gepoolt. Das ist ein Heiler, ne? Aber die Pistole ist recht geil. Das heißt, sie müsste irgendwo ein 198er sein wahrscheinlich. Hey! Guckt mal alle nach oben, ob ihr irgendwo Drachen seht, die ich ranlocken kann. Die laufen ja auch über einen Felsen lang und so. Ja, da vorne ist eine. Direkt vor uns sind zwei, da oben. Ich sehe sie. Ja, einen sehe ich zumindest. Ja, Leute. 91 Leben. Gleich tot. Mir ist gleich egal. Tschüss. Da kommen sie beide, da kommen sie beide. Da oben, rechts, kommen sie beide. Rechts, rechts, rechts. Ja, ich hab die angelockt. Ich schieße die ganze Zeit an, damit die kommen. Ich hab gekillt. Alter, wie episch. Hat voll Spaß. Oh mein Gott. Yeah, nice. Das ist das erste Mal, dass man sich ein bisschen sicher hier unten fühlt. Mm. Okay, ja, so. Das stimmt. So ein bisschen. Ein bisschen Mulmig sind wir ja schon trotzdem. Soll ich mal ein Ei aufheben? Mal gucken, was dann ist. Wolltest du den Sattel mitnehmen? Nee, ist egal, ne? Seht ihr, deinen Sattel da? Ich bin aber dann tatsächlich dafür, dass wir das kontrolliert machen. Also wir alle. Also nur ein Ei aufheben erstmal. Uns alle in Positionen bringen und bereit machen. Auf das, was kommt. Okay? Und wenn dann alles tot ist, was gekommen ist, dann dürfen wir eigentlich ruhig alle Eier aufheben können, die hier sind. Theoretisch. Eine Theorie haben. Also hier auf der rechten Seite sind die drei Stück. Boah, jetzt habe ich Blend Species X gegessen. Wollte ich nicht. Hat sie Top-Up? Nee, eigentlich nicht, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ey, vielleicht heilt man sich ja hoch. Ich will nicht nach vorne. So. Wollen wir auch mal gucken, ob wir den anderen. Ach, Bugs geht schon hoch. Cool. Hier ist auch leer. Können die alle leer sein? Drache. Darf man hier mit treten? Seid ihr weiter in die Schlucht gelaufen? Ne, geradeaus eigentlich, quasi den Berg hoch. Also rein weiter, immer weiter. Oh, ein Ei, ich nehm's mal auf. Also ich komme mal ein Stück zurück, ja genau hier hoch jetzt. Viel Spaß beim Sterben. Ich warte auf dich hier oben. Cool. Ja, bei mir. Ich hab bei Lan, welches Level hat das Nestertron? Was bei mir ist hier? Ja. Das hat hier 24. Hat hier oben ist auch alles voll mit Drachen, hier müssen wir auch noch aufräumen. Gucken, welches Level der hat. 198! Nice. Nein. Warte mal, ich hab hier noch ein Nest. Ich guck mal. Wenn der jetzt hin? Bleib mal hier bei dem hier. Ist der schon gestorben jetzt? What the fuck? Nee. Der ist jetzt nicht gestorben, oder? Was, wer ist gestorben? Ja, irgendwie habe ich einen Drache angegriffen mit der Charge-Attacke und er war dann weg. Ach fuck, das sind drei Drachen. Jetzt sind in den Boden reingestumpft. Die mit der Pistole können ja rüberschießen. Theoretisch könnte ich mal kurz Hilfe gebrauchen. Es sind drei Drachen damit dran. Ja, wobei die echt nicht viel Schaden machen. Der Sattel ist wäre einfach übelst nice. Das ist gut. Aber nichtsdestotrotz
würde das relativ lange dauern. Welche Level hat er denn zu ziehen? 198. Das gegenüber, was ist das? Okay, die waren da. Wo ist denn der Drache jetzt eigentlich? Also unser. Ist unter mir. Ich räume ringsrum überall auf, weil sonst kommen die alle auf einmal. Ah, da siehst du, über hier. Über mir was? Ja, da war der Drache. Unser Drache. So, also ihr habt einen 114er und 190er Ei bei euch am Start. Jo. Okay. Hier bei mir ist der 198. Ja, das sollte man den Drachen reinknallen auf jeden Fall, klar. Na, da können wir aber vielleicht den 114er auch noch mitnehmen, oder? Ja, wir nehmen alle mit. Ich würde aber vorschlagen, dass wir alle ungefähr Einsicht auf eine Position haben, weil wenn wir das jetzt aufheben, wo sie dir ist, kann es gut sein, dass mehrere auf einmal genau auf diese Position kommen und dann müsst ihr quasi Freischussbahn haben dahin. Jo. Yeah, also positioniert euch alle mal so, dass ihr Cedir bzw. mich seht. Wo ist noch Cedir jetzt? Da wo ich bin. Genau beim Drachen. Was ist dein Arm? Da wo der Drache ist. Also, die greifen dich dann an, oder? Wenn das Ei bei mir drin, ich weiß nicht, ob sie auf dich gehen oder auf mich gehen dann. Eigentlich, ich glaub, sollten wir die töten. Ich weiß nicht, ob schlau ist, sogar wenn ich jetzt das Ei aufhebe und dann auf den Drachen setze, dann hat vielleicht der Drache die Akro. Ja, da oben ist übrigens ein Drache, direkt über euch. Jo, ich sehe ihn. Oh, okay. Einfach mal bam, über die Sprünge. Wir haben noch beim Level 24er. Vom Typ. Jo. Okay, ja, alles im Ziel. 24er können wir ein Gewissdrache draus machen. Ja. Hey, Ryan? Ja. Ist noch ein 16, siehst du mich? Ja, ich sehe dich da drüben. Check mal eure Rüstung. 50%. Handschuhe 50, und so. 50% ist aber schon meine zweite Rüstung. Ja, dann sollte man jetzt Dali machen erstmal. Was? Zweite, und dann mehr echt? Zweite Rüstung? Ja, Lan hat vorhin ein bisschen was abbekommen als Co-Pilot. Ja, deswegen. Ich sehe den nicht. Aber auf einfach mal weiter in die Richtung. Ich würde einfach das Ei aufheben, der kommt doch töten. Ja. Selbst wenn jetzt 5 auf einmal kommen, schaffen wir das in der Regel. Also die gehen jetzt alle auf euch, dann wär's doof, aber ich hab jetzt schon ein bisschen aufgeräumt. Wir probieren es einfach mal. Na gut. Okay, ich flieg mal auf die andere Seite. Ja. Warte noch. Wo treffen wir uns jetzt? Ja, ihr. Wenn wir's aufgehoben haben. Ist. Da wo ich da, bin. Wo Beam da oben und ich bleib auch wirklich hier mit dem Drachen. Ich zieh dich gerade vor, ist das. Ja, da muss ich dir die ganze Zeit mal. Guck mal, wo ich bin, David. Ja. Ich schmeiß meinen Leuchtstab ab. Ryan hat eine gute Position. Aber teilt euch trotzdem alle ein bisschen, damit die Drachen euch nicht irgendwie mehrmals treffen oder so. Mit einem Schlag. Leuchtstab ist besser. Naja, gut, jetzt bin ich bei Bugs. Warte mal. Ich bin ja dafür, dass erstmal einer das Ei aufhebt und ein Drachen macht und dann alles killen und dann die Eier nehmen. Das haben wir doch gerade so schon abgesprochen. Oh, okay. Alles klar. Dann hab ich nichts gesagt. Okay. Mach den Lutz. Ja, ich bin bereit. So, ich sehe jetzt hier Cedir. Bugs sehe ich auch. Ryan sieht mich, glaube ich, auch, ne? Ja, ich sehe dich auch. Ich kann draufhalten. Okay. Ich kann drauf. Ich hätte jetzt auf, ne? Gehen wir nach links. Nicht zu mir. Okay, auf 3. 1, 2, 3. So, ich bin auf dem Drachen. Lauf mal ganz nach hinten. Ja, unten unsichtbar. Ja. Ganz nach hinten. Von da, wo wir hergekommen sind, kommt ein Drache. Pass auf, Quadstep. Geh nicht nach vorne, Beam, bitte. Die kommen von... Oh, die gehen auf euch. Ich muss euch helfen. Die gehen auf euch. Nicht dein Ernst, ey. Alles draufhalten hier, die sind trotzdem alle jetzt bei mir. Ja, aber ich helfe mit, ich helfe mit. Das Schlimme ist, ich kann nicht nachladen. So, ich halt drauf. Da kommt noch Nachschub, da kommt noch mehr. Okay, einer ist tot. Alter. Also wenn ich den Sattel nicht an, wäre ich schon tot, mein Drache. Wahrscheinlich, ja. Das liegt mir ganz vergessen. Na ja, ich auch. Aber ich platziere mal jetzt meine Sachen. Wenn ich ihn nicht platzieren kann. 198, nee, das sind die Eltern.
1204. Das sind noch die 204er, Alter. Was? Nee, da ist einer. Einer von. So, das waren, glaube ich, alle. Ah, okay. Ich, meine hat noch 7500 Leben, also der hat jetzt gerade 4500 Leben verloren. Also ohne Sattel wäre down gewesen. Ohne den guten. Okay, ich force wieder erstmal ein bisschen, Leute. Ich meine, die Drachen sind ja tot. Erstmal, ne? Die können halt nur respawnen, aber die werden nicht alle gleichzeitig respawnen. Ja, das stimmt. So, ich force-feed den jetzt ein bisschen. Und im Anschluss hebt man die ganzen anderen Eier dann noch auf. Ich komme mal wieder zu dir hoch. Ich habe hier gerade so ein bisschen Angst alleine. Das hat jetzt aber besser. Also, es ist schade, dass die Dio gestorben ist, aber ansonsten hat es besser funktioniert als erwartet, muss ich sagen. Jetzt insgesamt alles. Drache. Da ist einer, der ist hinter dir. Was denn? Oh, dreh dich doch bitte um. Ich versuche zu kommen. Das sind zwei. Die scheinen relativ schnell zu respawnen. Hab ich so das Gefühl. Ja. Fax, ich helf dir. So, wo ist noch ein zweiter? Wo ist der? Ich glaube, Leute, ihr könnt die Eier einfach aufheben. Wir machen jetzt so schnell wie möglich raus. Ich glaube, sich hier lange aufhalten ist keine gute Idee. Gut, ich heb auf, okay? Noch mein Zeug mitnehmen. Wo liegst du? Wo ist dein Zeug? Wo bist du gestorben ungefähr? Ja, ungefähr. Da wo Maulwurfen war. Ich setz beim Force-Feeden aufpassen, ich hab ein Ei in den Drachen getan. Genau, haut eure Eier in den Drachen rein, Leute. Drache, zwei Drachen. Ja, wir müssen hier weg, sieh dir. Wir können das jetzt nicht looten. Oh, zwei? Hier sind doch viel mehr. Was? Lol. Vorsicht. Also außer ihr wisst, wo sie dir das Leiche ist. Es sind drei Drachen jetzt hier. Ne, ich tank noch, aber ihr sterbt jetzt doch jetzt alle, oder? Ich hab noch ein Ei, Ich weiß, das mal raus, war. Das Ei. Sind jetzt alle tot von euch? Nee, noch nicht. Ich hab noch schnell mit. Ich hab einen 210er an mir dran, Leute. Keine Muni mehr gleich. Ich bin tot. Sind alle tot? Ja, nee, ich lebe noch. Ja, gut, das hilft mir halt nur, wenn du auch auf dich schießt, ansonsten verpisse ich mich jetzt. Naja, ich bin gleich tot. Dann verpisse ich mich jetzt hier. Probier's zumindest. Alter, also da stehen bleiben. Wie? Geht er jetzt auch auf mich? Oder ist er mich in Ruhe? Muss mich jetzt mal kurz konzentrieren hier. Na, dann irgendeiner hat mein Sleeping Bag kaputt gehauen. Ja, geht mir genauso. Voll. Ja, meins ist auch weg. Ich hatte eins gehabt, ich hatte aber zwei gelegt. Verdammt. Die schöne kleine Pistole. Kleine Ansage, hätte echt cool. Wäre cool gewesen für Sleeping Bags. Ja, hatte Beam am Anfang gesagt, ne? Macht euch Sleeping Bags. Ja, das ist ja normal. Aber ich will setzen. Ja, da habe ich aber auch nicht dran gedacht. Kommst du weg? Ja, also ich habe erstmal Ruhe. Ich muss jetzt hier überlegen. Ich muss. Da ist der Wasserfall, glaube ich. Ja, wenn wir das Ei erstmal rauskriegen, dann ist es. Ja, das wäre schon cool. Dann das nächste Mal nicht mehr so schwer. Jetzt können wir da eigentlich gar nicht spawnen, ne? Nö. Ja, also wenn ich es schaffen sollte, die jetzt nach Hause zu bringen, wäre das schon mal ein massiver Erfolg für den Erstversuch. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal schaffen. Es sind halt immer so viele Wasserfälle, das nervt mich mal übelst. Ich meine einfach erstmal nach oben, das ist immer gut. Ich glaube, unser Fehler war, dass wir jetzt alle gleichzeitig aufgehoben haben. Weil ja, ich glaube nicht, dass die respawnen, wenn... Naja, die sind halt trotzdem ein bisschen leicht verschieden positioniert. Ich glaube, dass dadurch welche angelockt wurden. Noch die weiter weg waren davor, die nicht gekommen sind. Großflächiger. Ist halt die Frage, ob wir überhaupt in der Lage wären, jetzt gewesen, alles wegzuhauen, bevor es respawnt. So, ich habe ja schon ein bisschen aufgeräumt. Gerade man hat 114er. Na, haben wir jetzt Eier? Noch in den Drachen? Ihr habt in die Drachen. Nein. Bei mir habt ihr, habe ich nur ein Ei drin? Nee. Also ich habe einen 66er in den Drachen. Ja, okay, und 198er habe ich einstecken, das hau ich auch noch in den Drachen. Das 114er ist aber nicht mehr hier drin. Ja. Nee, ich kann mal nicht, gar nicht zu dir. Ich bin ja nicht sofort da angegangen. Ja, dann muss ich quasi mit dem Drachen hin und ihr müsst mir das reinstecken.
Ja, vielleicht ja. Nebenstehen, andere rein. So klappt das dann. Genau, so machen wir es jetzt. Aber beim nächsten Mal haben wir ja wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Drachen mehr. Ja, der 198er, der wird ziemlich der Shit, glaube ich. Mhm. Ja, Mann, und der wird, kann auch noch imprintet werden? Nee, das ja, ist der ist fast doppelt so wie meiner. Also, der wird krass. Ja. Also, zieh dir erst ein gutes Ei gefunden. Danke. So, ich bin schon mal an unserem Spot. Ich laufe, soll ich das jetzt direkt zur neuen Base bringen von uns? Ja, natürlich. Ja, gleich rein. Wir können ja jetzt eh nicht da wieder runter. Oder? Geronimo, ich geh doch mal stehen. Scheiße, fliegt der denn hin? Ja, ich spawn hier vor uns in der Hauptbase. Ich auch. Ich laufe jetzt einfach die Zipline lang. Ich folge der Lichtspur. Nee, ich... Lol, ich würde... Ah, hast du auch Gasolin dabei, damit der Drache auch hochkommt? Habe ich ihm schon eingetrichtert. Okay. So über die Feder. Also hat sich sehr gelohnt, heute Nachmittag die ganze Zeit diese Red Games zu fahren für den Sattel. Ansonsten wäre der Drache nämlich jetzt gestorben. Der ist runter gewesen, kurzzeitig irgendwie auf 6000 Leben. Also hat die Hälfte verloren. Und war auf 7000 Leben, hat 5000 verloren von 12.000. Und der Sattel sorgt mindestens dafür, dass das Dreifache aushält. Also, krass. Echt viel Munition und alles verloren, aber. Ja, wir haben jetzt neue Eier, ist doch super. Wir haben bezahlt und bekommen. Alles gut. Ja. Bezahlt und bekommen. Ach, ich hatte Spaß mit der Pistole, das hat Spaß gemacht, ja. Die ist richtig nice, die Pistole. Weil du kannst ja instant immer 400 rausschießen. Ja, schneller. Die liegt jetzt da unten irgendwo auf dem Grund. Den machen wir noch eher. Wie viel Metall hat die gekostet? Nee, gibt's nicht. Die, das war ein Einzelstück. Okay, das ist gut. Sonst hätten wir alle einen gehabt. Ja. Aber es hat übelst was gebracht, also ohne Scheiß, die Drachen einfach zum Tanken nehmen und selber aber draufballern. Ja. Der Schadensoutput von den Waffen ist einfach zu heftig mit Quali. Also selbst wenn du dann Drachen mit 400% Damage hast, okay, dann machst du halt 400 Schaden. Das ist dann ganz okay vielleicht, aber mit Waffen machst du trotzdem noch mehr. Nein. Oh nein! Nicht reingucken. Das ist ein Debuff, das kannst du nicht weg. Crouch. Crouch is back. Ist da noch ein Rare Flowers drin? Ich hab 13 reingetan, mehr habe ich nicht gefunden. Okay. Ja, da ist der ganze Honig weggegangen, wahrscheinlich deswegen. Wer will Eier gucken? Ich hab zwei große Eier zu bieten. Ich bin schon. Wo ist das 190er? Ich wollte sagen, erster. Guck mal, meine Rieseneier. Das ist aber schöne Eier, du. Die sind sogar perfekt nebeneinander. Ja. Oh, die oben. Oh, ich komm. Nice. Das rechte Ei ist größer. Hey, ja. Die sind unsymmetrisch. Aber Eier. Streichel. Ja, streichel mal. Vielleicht wächst er mal. Yay. Was ist das? 600. Ich stech erstmal den Kopf zwischen die Eier. Guck mal, ich streichel es. Seht ihr? Kannst aber gut, ey. Immer schön die Eier tätscheln. Wie lange brauchen die jetzt? Da steht's doch dran. Eine Stunde. Und dann nochmal ungefähr einen Tag, bis sie groß sind.